Schaut hinter die Maske des Humanismus und ihr werdet keine Zeichen von Gott finden. Samstag, 27. Juli 2013, 19.22 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, es ist mein Wunsch, dass alle meine teuren Anhänger innig beten, um Schaden von den Seelen abzuhalten, aufgrund des Anwachsens des Atheismus. Atheismus tut sich nicht immer selbst kund. Sehr häufig schaffen sich Menschen, die sich aus welchem Grund auch immer, entschieden haben, nicht mehr an Gott zu glauben, einen Ersatz. Aufgrund der Herkunft des Menschen muss er einen Grund suchen, um seine Existenz zu rechtfertigen. Der Fluch des Humanismus ist es, dass er den Menschen in den Augen der Menschen erhöht. Alles, was nach dem Willen des Humanisten getan werden muss, ist, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse des Menschen Vorrang haben. Viele Menschen verwechseln Humanismus mit dem Christentum. Wenn man verkündet, wie wichtig, um jeden Preis, die weltlichen Güter im Leben des Menschen seien, um Leid oder Armut zu vermeiden, ist es leicht anzunehmen, dass dies eine Form der Nächstenliebe sei. Wenn ihr sagt, dass ihr der Armut, der Arbeitslosigkeit und anderem Elend ein Ende machen wollt, werden viele denken, dass ihr im Namen Gottes sprecht. Schaut hinter die Maske des Humanismus und ihr werdet keine Zeichen von Gott finden, noch werdet ihr seinen Namen erwähnt hören. Diejenigen, die ihr Leben als Humanisten leben, lieben Gott nicht. Sie lieben nur sich selbst. Sie glauben auch, alles, was zähle, sei das Wohlbefinden der Menschheit, in der Regel in Form von weltlichen Dingen als ein Mittel zum Zweck. Obwohl es gemeinnützig erscheinen mag, wenn man sieht, wie ihr euch um die Bedürfnisse der Menschen kümmert, dürft ihr niemals Gott ersetzen, indem ihr die Bedürfnisse des Menschen an die erste Stelle setzt. Wenn ihr dies tut, dann beleidigt ihr Gott. Humanismus ist, obwohl er alle äußeren Zeichen der Liebe für Gott hat, nicht das, was er zu sein scheint. Hinter der Maske der Liebe lauert eine Eigenliebe. Der Mensch wird sterben, sein Körper wird zu Staub werden, seine Seele wird weiterleben, dennoch möchte der Humanismus euch glauben lassen, dass der Mensch unsterblich sei. Nehmt euch in Acht, wenn ihr euch den Humanismus zu eigen macht, denn wenn ihr das tut, schneidet ihr euch selbst von mir ab. Euer Jesus.